Keine einfachen Zeiten für Tarifverhandlungen in der chemisch-pharmazeutischen Industrie. Der Krieg in der Ukraine überschattet alles. Es ist tatsächlich erschütternd, was sich in der Ukraine abspielt. Und wir alle müssen ganz klar sagen, dass niemandem der Sinn danach stand, heute über Löhne und Gehälter zu diskutieren. Was wir gemacht haben, ist, wir haben das Thema Ukraine-Krieg tatsächlich wirtschaftlich erstmal ausgeklammert. Kernforderung der Gewerkschaft IGBCE ist ein Lohnplus über der Inflation. Über konkrete Zahlen ist in diesen Tarifgesprächen noch gar nicht gesprochen worden. Die Forderung der Gewerkschaft heißt weiterhin Inflation plus X. Ja? In welcher Form sich das, mit welcher Prozentsatzzahl sich das darstellt, wurde tatsächlich auch heute nicht genannt. Konkret würde die Forderung der IGBCE mindestens eine 6%ige Lohnsteigerung bedeuten. Diese Forderung wäre so für die Branche nicht tragbar. Wir müssen uns überlegen, dass es immer noch Unternehmen gibt, die Kurzarbeit haben. Ja, und ich denke, wir müssen uns in diesem Jahr in der Fläche tatsächlich auf ein Mindestmaß an Lohnerhöhung einigen und nicht die Unternehmen in Relation setzen, die tatsächlich sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Tatsächlich hat die rheinland-pfälzische Chemie 2021 weniger produziert als 2018. Die Kostensituation in vielen Betrieben ist angespannt. Schon vor der Corona-Krise war die Chemie von jeher sehr heterogen aufgestellt. Es gibt sicherlich Unternehmen, die sehr gut durch die Krise gekommen sind. Es gibt aber auch viele Unternehmen, die eben bis heute noch nicht wieder auf dem Niveau von 2018, also auf dem Vorkrisenniveau sind. Es gibt sogar Unternehmen, die haben bis heute noch Kurzarbeit in der Chemie. Bei vielen Unternehmen ist die Wettbewerbsfähigkeit ohnehin schon geschwächt. Grund dafür ist auch die schon eingeleitete Transformation. Wir haben sehr viel höhere Lohnkosten als andere Länder. Wir haben sehr hohe Gaskosten, sehr hohe Energiekosten in Deutschland, die wir tragen müssen. Und wir stehen einer Transformation gegenüber der Branche, die ebenfalls immense Investitionen mit sich zieht. Da wären zum Beispiel das Thema europäische Chemikalienpolitik zu nennen. Aber das größte Problem ist die Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine. Gas ist der größte Energieträger in der Chemie. Und welche Preissteigerungen auf die Unternehmen zukommen, kann derzeit niemand vorhersagen. Eine seriöse Planung Stand heute kann tatsächlich nicht für die ganze Branche im Moment stattfinden. Das muss man ganz klar sagen. Das ist auch der Grund, warum wir heute das Thema Ukraine-Krieg nicht mit in die Diskussion aufgenommen haben. Wir gehen davon aus, dass bei den Bundesrunden gegebenenfalls da schon eher eine bessere, eine genauere Abschätzung zugetroffen werden kann. Die Tarifverhandlungen in der Chemie werden am 21. März in Hannover auf Bundesebene fortgesetzt.